So, liebe Freunde, ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Und ja, erstmal herzlich willkommen zum Daily Vlog. Und zwar möchte ich euch heute mal was zeigen, denn wir haben ein Leihauto, weil unser Auto in der Werkstatt ist. Let's go. Von Auto, liebe Leute, wirklich ein spaßiges Teil. Aber wirklich, da ist richtig Power dahinter. So, und wir fahren jetzt ein paar Meter. Wir sind auf abgesperrtem Gebiet, also keine Sorge, ich darf hier aufnehmen. Ich habe extra den Besitzer gefragt, ob ich hier kurz mal drauf fahren darf. Und ich darf, ja. So, und wir fahren jetzt mal ein paar Meter. Es ist, ja, wie es ist, ne? Es ist ein Schrottauto, wo man es ganz ehrlich mal sagen, ja, es ist ein Downgrade von unserem schönen Cadillac, aber ich kann fahren. Und das ist das Wichtigste. Und er fährt sich, ehrlich gesagt, also das muss man fairerweise sagen, gar nicht mal so schlecht. Ja, also es ist okay. Hätte auch schlimmer sein können, definitiv. Und ja, er fährt, er zieht auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube 120 PS oder so hat er. Also das ist, es könnte tatsächlich schlimmer sein, ja, also tatsächlich. Und ja, Montag, Dienstag, wenn wir unser Auto wieder haben und dann sollte eigentlich alles wieder passen, dann bin ich wieder happy. Und ja, solange müssen wir hier mit dem hier rumgurken. Das ist zwar peinlich ohne Ende, weil das Auto einfach scheiße aussieht, aber trotzdem, es ist erstaunlich, ja, erstaunlich nicht schlecht. Muss ich schon sagen, wirklich nicht schlecht. So, jetzt kommen wir gleich wieder auf eine öffentliche Straße, wir sind uns zu Hause. Ja, irgendwie brauche ich noch ein Ende für mein Video von gestern. Komisch, deswegen mache ich das jetzt für heute. Klingt irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt das Video zu Ende von gestern. Ach, nee, irgendwie bescheuert. Egal, auf jeden Fall hier das Ende. Ja, auf jeden Fall ein krasses Auto. Nee, wirklich, wir sind froh, dass wir das Auto haben. Ja, sonst könnte Xia nicht in die Arbeit fahren, ich könnte meine Arbeit nicht machen. Also es ist schon praktisch, dass wir dieses Auto haben. Es ist halt kein tolles Auto. Kein Auto, also ja, auch falsch eigentlich. Ne? Es ist schon ein gutes Auto, auf jeden Fall. Also wir hatten schon schlimmere Autos. Aber es ist halt kein Auto, was ich mir kaufen würde, zumindest nicht mehr. Früher hätte ich es mir vielleicht... Ja, auch nicht früher. Nee, die... Na, nee. Optisch Katastrophe. Also außen, ja, innen ist Geschmackssache. Ja, das kann man machen, wie man möchte. Also das ist Geschmackssache. Der eine mag es vielleicht so, der andere mag es lieber so. Aber außen, da sind eigentlich die Geschmäcker der Menschen ziemlich ähnlich. Und ich finde, dieses Auto sieht von außen einfach scheiße aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also, wow, Gott. Nee, das will ich nicht kaufen. Das ist wie Fiat Multipla, ne? Also manche werden es wahrscheinlich lieben, aber die meisten werden es einfach hassen. Ja, so, genau. Kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein Video der anderen Art. Und ich freue mich schon, wenn der schöne, liebe kleine Cadillac wieder zu Hause ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.